Ja, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Kleine Eskalation mal eben hier. Ich habe noch so ein Joyboard bekommen. Meins, was ich jetzt bisher die ganze Zeit so hatte, hat halt leider einen weg mittlerweile. Egal, ob ich hier den Schiebeschalter auf Autofeuer habe oder manuelles Feuern, jedenfalls, wenn ich nach rechts lenke. Man sieht ja jetzt gerade in der Kamera die Leuchtdiode. Immer wenn ich nach rechts gelenkt habe, ist die ausgefallen und dann wurde das Bild vom Amiga heller und dunkler. Also irgendwas ist da broken. Und ja, mal gucken. Jetzt habe ich das Teil hier jetzt bekommen und jetzt mal ein kleines bisschen rumtesten. Dann kann man mal ein bisschen eskalieren hier. So, ich mache mich mal wieder transparent und jetzt können wir auch eigentlich wieder. Das so machen hier. Genau. So. Schmeiß mich mal ein bisschen mehr aus dem Amiga-Bild raus und womit könnte man den jetzt hier schön eskalieren? Was wäre denn hier was? Irgendwas. Deluxe Galaga wäre natürlich ein Ding, aber da hänge ich wahrscheinlich gleich wieder eine halbe Ewigkeit dran und komme da nicht weg. So krass eskalieren lassen wollte ich es eigentlich nicht. Scheint mir aber tatsächlich die Möglichkeit, wobei man könnte ja auch schön das Spiel einfach nehmen, wo es mir auch aufgefallen ist, das Problem. Weil immer wenn ich nach rechts gelenkt habe, hat er auch plötzlich aufgehört zu shooten und das ist halt blöd. Oh, Silkworm. Das wäre doch was. Mit Button Wait, ja. Funktioniert soweit. Ja. Ah, wie sieht denn das aus? Hier funktioniert denn der Filter einigermaßen? Ja, doch ganz brauchbar, ne? Dass die Lautsprecher nicht so ins Mikro reinknallen. Dann. Ohne dass ich mich selber sehe hier. Jetzt geht's ab hier. Oh, hier muss was laufen. Fühlt sich gut an und sieht gut aus. Ein bisschen Stimme ist dann dafür. Ich vertrage erstmal den Probi-Regel. Das ist ein bisschen abnehmen auch, aber ja gut, wenn es funktioniert. Das war das Dauerfeuer mal mitten auf hier. Jetzt kann ich so die Mikrotaster niemals drücken hier. Gut, ihr habt einen Klassiker. Ja, cool, ich habe wieder ein Joyboard, was funktioniert. Und das andere. Ich mal schauen, ob man das nicht reparieren kann. Ich habe noch keine Idee, was es sein kann und was man machen könnte, aber die Zeit kommt Lösung. Und dann habe ich halt zwei und ja, vielleicht will ja jemand im Film gerne auch eins haben. Ich meine, diese Dinger sind einfach episch und ja. Hauen wir. Ich möchte auch einfach jemand aus dem Forum haben, der das Ding sogar selber reparieren, weil er weiß, was los ist. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall funktionierenden Ersatz. Das ist halt schon mal cool. Und der Preis wäre auch nice. Manchmal gibt es ja doch Angebote auf eBay, wo dann halt nichts mit Mondpreisen ist. Das ist ganz cool. Okay. Haben wir es denn noch drauf hier?
bisher läuft ja ganz gut, ne? Was kann man jetzt kurz, wenn man den dann hat? Boom, das war eine knappe Aktion, ne? Den Schnee einzusammeln oder Sternchen, was auch immer das sein soll. Mitten rein in die Gegner. Das ist alles noch gemütlich hier, ne? Das wird noch viel, viel schwieriger. Boom. Und da rattern die Bonuspunkte. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwann hatten wir mal in dem Highscore-Thread, den ich aufgemacht habe, mit der 1K noch gewisse Möglichkeiten, spielmechanisch, wie es am schlauesten ist, irgendwie Punkte zu kriegen hier und nicht jeden Nebel hochgehen zu lassen oder so, keine Ahnung mehr. Haben wir ja Highscore-Punkte, die drin stehen, Halleluja. Und hier wird's jetzt gut. Jetzt wird aber knackt. Ist ja niemand mehr, nein. Los. Hier ab. Boom. Oh, jetzt braucht mein Twin Shoot wieder hier. Ich denke, ich auch so ein Spiel, was auf dem C64 gab, ne? So mit schönen Grüße an Retro Matze, falls er das dann so sieht. Vielleicht macht er ja in unserer Highscore-Liste einen Thread mal mit. Könnt ihr Silkum auf dem C64 spielen. Wäre auch interessant, das nochmal zu sehen auf dem C64. Ich glaube, es sei tatsächlich genau so wie auf dem Amiga. Ne? Genauso wie Great Giant Assist. Das heißt, hat sich auf dem Amiga ja auch nicht wirklich verändert. Oder halt einfach nur portiert, ne? So, jetzt wird's richtig aus, ne? Ich glaube, hier verreckt man ja immer irgendwann. Da kann ich einfach nicht genug Skill für. Jetzt kommt der hier wieder. Man kann ja wirklich nur den Schaden zufügen, wenn er das Mauer macht, ne? Ja, die ist da, lass mich da machen. Da kann man nur den Schaden zufügen. Hat es wohl noch ganz gut, ne? Alten Shooter hier. Guten alten Scroll-Shooter. Geil, Flames. Ganz gut. Das kriegen die ja von da hinten auch noch, ne? Können wir gleich alle rausgeführt, ne? Genau hier, kann ich jetzt abführen. Ja. Bin ich schon weiter wie zuletzt. Das ist das letzte Mal, das Spiel habe. Yeah, Twin Shield, gut.
Nee, tatsächlich doch nicht, aber sonst ist das jetzt schon mit einem Highscore. Guck mal, wohin das noch führt hier. Also ich finde da totale Eskalation. Aber das gibt's doch nicht. Ja, dann muss man dann noch runterschießen, wenn man da noch weiterfliegen kann, sonst knallt man dagegen, ne? Aber ja. Da geht die Post ab. Konnte meinen eigenen Highscore nicht knacken. Interessant. Aber gut. So, womit könnte man denn noch schön eine Runde eskalieren hier? Um da noch ein bisschen was dran zu klemmen. Oder wobei, wie lange geht denn die Aufnahme hier? Oh, sind ja erst 11 Minuten, ja, da kann man noch was, ne? Man könnte ja noch eine Runde Swift spielen, was quasi so der Nachfolger wäre in dem Sinne, wenn ich das richtig sehe und verstanden habe. Dann geht es von unten nach oben. Anstatt von links nach rechts. Muss ich es jetzt nur finden hier. Da ist es doch. Level Jump Control, Second Button pressed. Ich habe keinen Second Button, das ist doppelt belegt hier. Ja. Auf geht's. Das ist ja eigentlich mit dem Autofeuer. Kann ich schneller. Nee, da tut sich nichts. Und das läuft ein bisschen weniger stressig ab. Habe ich jetzt erstmal nur den Eindruck. Das ist schon länger nicht mehr gespielt. Oh, da stürzt das ab. Ups. Komme ich mit dem Exit-Button raus? Oh, tatsächlich nicht. Das ist aber blöd. Ja, dann haben wir das aber gleich auch mal aufgenommen. Muss ich mal einen Bug-Report machen. Auf BHD-Load. Oh, verkehrte Maus. Das wäre ja gleich mein Amiga. Das ist mir aber auch noch nicht passiert. Tja. Ah, komm, wir eskalieren noch mal eine Runde in Deluxe Galaga. Das ist doch mal eine Nummer hier. Das kann man mal machen, ne? Spielen wir auf Easy? Spielen wir auf Easy. Ach, verkehrte Taste, verkehrte Tastatur. Wollten wir mal eben einen Kaffee einschütten? Die volle Arcade-Party hier heute. Muss ja auch mal sein.
komisch, dass ich nicht nach oben steuern kann. Der Bremsen fängt ja immer noch unten fest. Da, der Highscore, das ist echt. So, Bonuspunkte. Schauen, ob das hier auch wieder so eine richtige Eskalation wird diesmal oder ob das ein schnelles Ende nimmt. Meine Mom war da ziemlich gut in dem Spiel. Wenn man einmal diese drei Endgegner besiegt hat, dann ging das dann von vorne los, aber mit dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Und dann haben die da einfach mal ein paar Tage durchgängig gehabt, dann ist er weitergelaufen. Aber abspeichern kann man ja hier nicht. Dann hätten da, weiß ich nicht, war eventuell auch eine ältere Version mit diesen 2.5 hier. Und dann hat sich da oben der Rechner komplett überschlagen. Da gab es dann schon komische Hieroglyphen anstatt Zahlen. Ne, man kann das ja hier schlau angehen und möglichst immer Chip Amor einsammeln, wenn man es kriegt. Und dieses ja, pinke C, wo sich das Geld, was man hat, verdoppelt. Und immer schön Meteor spüren. Möglichst durchkommen, wenn es Asche gibt. Und dann kommt mit dem Triple Shot kommt man ganz gut weit. Zu Anfang. Ja, ja, perfekt. Im Fragezeichen Meteorsturm. Da kommt mir auch nichts passieren mit dem Fragezeichen hier. Schusstechnisch Sucker-mäßig oder so. Ja, man kommt dann mit dem Dreifachschuss, der dann auch schön zu den Seiten rausgeht, kommt man dann schon ganz gut bei. Wenn man sich nicht treffen lässt, sollte man sich erstmal ein paar Chip Amour zulegen und dann, je nachdem wie es die Finanzen in dem Spiel hier erlauben, halt, ne? Und dann kann man mal dazu übergehen, dass man sich diesen Super Triple Shot holt. Wenn er denn so hieß, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Und man sollte eigentlich nicht so punktegeil sein, das hätte gerade auch total in die Hose gehen können, dann hätte es nämlich Boots gemacht. Oh, mal gucken, ob man durchkommt hier. Ja, so viel zum Thema Punktegeilheit. Du will aber alles haben, ne? Ja, keine Chance. Aber das hat ordentlich Punkte gegeben. Ich bin ja schon ganz gut fortgeschritten bei dem Spiel, aber Profi auf keinen Fall. Das ist. Ja, das wollte ich das einsammeln. Aber ja, ich wollte auch in Bewegung bleiben, ne? Weil wenn die Schießen gelaufen. Naja. Ja, Double Shot. Da geht die Post ab. Bullets, kann er mehr schießen, nochmal denselben Schuss einsammeln, gibt dann nochmal mehr Bullets, halt ins Hauptfeuer ein bisschen mehr drüber gehen, ne? Nicht dann rein, wenn es dann halt schade. Hätte ich alle 20 gekriegt, dann gäbe es nochmal einen Bonus oben drauf. Bams. 380 Dollar. Muss ich tatsächlich erstmal Triple Shoot. Jawohl, da investieren wir mal ein bisschen. Wir holen uns auch nochmal Bullets. Die Post ab. Ich
Ja, mein Spandi werde ich diesmal kommen, wenn die das essen. Ja, und tschüss. Ich brauche Kohle. Geht ja gut los hier. Ja, wenn man drückt, gibt es mehr Punkte, weil man dann schneller durchgeht, aber ist halt auch gefährlicher, ne? Ich glaube, ja, rechts sieht man ja, wie weit man durch ist. Spätestens wenn man ab der Hälfte ist, ist glaube ich keine gute Idee mehr noch zu beschleunigen. Mit dem Drücken. Mit dem Feuerknopf drücken. Man macht es irgendwie trotzdem, wenn man ja endlich durch sein will hier. Ist schon vorbei, das war eine blöde Ecke. Gewissermaßen ist das ja alles eine Glückssache. Und man ist jetzt heute nicht so toll hier. Ne, da verzichte ich auf das Geld, weil einfach ein Schuss braucht. Könnte aber auch ein Augenfeuer gewesen sein. Weil das eigentlich grün ist. Sei es für mich auf die Schnelle, so schnell wie es runterkam, aber nicht nach grün aus, sondern nach rot. Dann habe ich hier wieder den einfachen Schuss vom Anfang. Also das ist der, die A-Karte. Dann gibt's ein Stück auch mehr. Einmal von uns zum Einsammeln. Dann geht's schon los, ey. Und Money. Wow. Kann ich treffen lassen? Noch ein bisschen mehr dazu. Wenn ich meine besten Shots holen, dann haben wir jetzt auch nur eine Grundlage, eine Basis, um richtig weit durchzuspielen und komplett zu eskalieren. Geh die Preise, ja. Ja, noch ein Checker mehr. Nein. Wieder geht los. Hab's schon gezeigt. Die totale Eskalation hier. Ja, meine funktioniert. Ich bin gespannt, wer sich da vielleicht rauskommt. Das wäre besser, weil ein Bäuer, was ich eigentlich schon wieder nicht zerhacken muss, damit er ist. Hoffentlich kann man es reparieren. Ich meine, das Ding ist einfach episch, ja. Das ist der Joystick für einen Amiga. Der Competition Pro, der ist zwar kultig und voll cool und der macht auch Spaß, ja, aber es gibt nichts über dieses Goldwork Multifunction. Das ist einfach das über Gameplay Controller für den Amiga und auch für den C64. Ich denke, da wird er ja auch dran laufen. Ich bin alleine, wenn wir am Joystick nehmen kann und auch für den Feuerknopf gibt es einen Rasen. Viel angenehmer. Aber mit dem Competition Pro, da kriege ich dann irgendwann mit der Zeit, da tut mir die Hand weh. Weil man irgendwie halten muss und trotzdem auch ballern muss. Ne? Und dann hat er auch kein Autofeuer, den ich habe. Und dann kriegst du erst weg. Guck dir die Flossen weh. Ja, Chip am Moor haben wir schon gut gesammelt, aber ich habe noch nicht genug Money. Was wäre denn der? Ja, Super Weapon nennt er sich für 500, ne? Genau. Für 500 Credits. Das ist dann die nächste Spielplan, das beste den Schuss ist und dann kann man endlich auch komplett durchbaddeln. Jetzt geht's los hier. Ich sehe schon, hier gibt's die komplette Eskalation. So macht das gut. Ja, das war ein bisschen waghalsig. Ich sehe es schon kommen, ich werde das hier schneiden müssen. Pack Deluxe Gallagher als Longplay und als extra Video raus auf die Tafel. Ja. Und jetzt hier, komm. Ich glaube, wenn man komplett durchgeschafft hat, gab es 1000 Credits, ne? Kann man gebrauchen. Danach noch so ein C, dann mal zum Einsammeln, dass einfach mal das vorhandene Geld im Portemonnaie da oben mal verdoppelt. Und dann sind wir hier gemachter Krieger.
Ich habe jetzt auch einmal Speed eingesammelt, das S, ne? Geht das Raumschiff ein bisschen schneller hier. Ist vielleicht auch ganz gar nicht mal so schlecht. Aber zu viel sollte es auch nicht sein. Dann hat man das auch nicht mehr so unter Kontrolle. Oh, ich merke schon, ich bin schon wieder zu Punkte geil, ne? Muss wieder alles einsammeln. Das endet doch gleich wieder in einem Ups. Oh, 10.000. Die sammelt man am liebsten ein. Das läuft gut. Nee, die 100 Dollar, die lasse ich da runterkrollen. Ich gehe nicht voll in die Steine, aber ich bin hier bald durch gleich. Ich möchte das ja mal schaffen hier. Come on. Auf entspannt ein kleines Longplay. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Nein! Oh, das war so knapp. Ich hätte doch weiter nach links ziehen sollen, ne? Verkehrt reagiert. Und ich habe nicht genug Geld für den Sub-Weapon. Ach ja gut, was soll's? Was kommt denn jetzt als nächstes? Ja, ich stehe hier links gut. Ja, auch noch mal wieder zu Big Crown hätte ich schon ganz gerne Super-Weapon, aber nicht, weil ganz gut Stress. Ich bin damit das schnell plattfliege und nicht so viel Chip Amor verliere, aber die Chili in diesem Sinne Fett kriegen darf, ohne gleich in die Luft zu fliegen. Wäre schon ganz sinnig. Passend. Entweder mache ich sie gnadenlos fertig oder ich habe dann verloren. Das wird ganz schnell. Ich fand mich ja schon einmal, wenn man die Kurve so hoch geht, dass sie sich gleich noch verwandeln. Ne? Sind die erstmal pink und dann sind sie blau. Ja, ab. Ich glaube, ich habe sie jetzt sogar alle erwischt, ne? Bams. Ja, das ist gut. Oh, vom alten Feuer mal umschalten auf normalen Feuer. Passt ja perfekt hier. Einmal Super Weapon. Und jetzt geht hier die Post auf die Crowd. Stress hier. Ich habe wirklich Stress. Ich habe auch Stress. So. Der Weapon hier. Weg über. Alle Rangmarker voll. Da gibt gleich erstmal eine Rangerhöhung. Da gibt es dann auch nochmal einen netten Sound. Schließ mal einen Heiligenschein. Congratulations, you are hereby promoted to Lord Magnus.
Jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad langsam gewichtig an. Ne? Ich am Mola sammle ich mal ein. Ich hab jetzt echt keinen Plan davon, wo die kommen. Das ist jetzt alles gut Glück, ne? Kann ja sein, dass es ganz schnell eskaliert und ich jetzt halt. Noch geht's ja, ne? Oh, unverbindbar. Eskalation. Es läuft wieder. Yes. Am Punkt im Zimmer. Mit dem UV. Wenn man das vorne mit hier im Rohrsturm einsammelt, dann warnt man nicht. Weil die Punkte, die hochzählen, während des Meteorstoßes, wenn man da durchfliegt, mal 5 zählt. Ne? Dann geht da richtig gut was. Bisher haben wir jetzt Glück noch nicht gehabt, sondern Highscore ist wahrscheinlich noch deutlich krasser. Eingesammelt hat, wurden auch noch mal Money. Wenn man die alle voll hat, dann kommt das Wort X-Brawl raus und es gibt dann X-Brawl Live, also extra Leben. Ich habe 511 gesagt, eingesammelt, das war dann Herzleben. Ja. Oh Mist, jetzt habe ich den mit dabei, den gibt es keinen Rank-Marker. Habe ich jetzt keine Mistwaffe eingesammelt. Chip Amor ist übrigens dieser blaue Balken da. Links ganz unten das Ding. Hat man aber vielleicht ja auch mitbekommen, immer wenn ich das eingesammelt habe. Hat schon wieder Punkte gehalten. Gott, das alles einsammeln. Alles meins, alles meins. Sonst verschwindet das da unten im Nil. Oh, ja, muss ich unbedingt haben, ne? Wir wollen ja auch die klasse Sounds hören, ne? Hört ja auch nicht dazu. Oh. Oh Mann. Erstmal ein 100er. Boah, das war aber knapp. Ihr seht es, denke ich auch, wenn ich drücke, umso schneller wird. Also anticken traue ich mich hier gerade noch. Funktioniert ja auch gerade noch tatsächlich. Was war denn das? Was war denn das? Das ist echt fies hier. Ich hätte lieber den anderen eingesammelt, da waren mehr Punkte am Start. Uff, uff, uff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja komm, lass mich durchkommen, dann krieg ich einen Tausender und dann ist cool. Uff. Oh.
Na komm, jetzt kommt noch einer und dann. Ups. Ja, genau. Gibt auch 100.000 Punkte wert. Points are accumulated. Okay. 1.000 Credits in the Tash. Das Kelvin. Ja, man könnte ja mal. Es gibt früher oder später auch Punkte. Die Rank-Marker mal ein bisschen aufstocken nochmal. Jetzt nach links. Wenn man da nicht den richtigen Augenblick kriegt, dann. Der Chip am Moor geht halt runter. Und wenn es richtig schräg läuft, nicht nur ein bisschen, sondern gleich. Interessant, ob es das in den Arcade-Kasten im Spiel. Weil da hätte man viel Geld mit mir verdienen können an so einem Kasten. Bestia und Lotus, das wären die zwei Dinger gewesen, brauchen wir. Das, was ich vorhin mal eingebraucht habe, das Ding. Gut, dass ich es nicht gekriegt habe, hat sich das gelohnt. 200 Credits. Pumps. Investieren noch in so einen Rank Marker. Ich glaube, der rote fehlt noch, ne? Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Ich verliere, ne? Genau für die Stellung, ne? Das kommt zu weit. Bringt dann hier auch nicht wirklich so richtig weiter, oder? Das hätten wir noch rauslassen können. Oh, naja. Der Memory wäre noch ein Spiel, der sammelt halt auch eine Memory ein. Jetzt keine Abwechslung zum Problem. Ja, hallo dir. Ich wüsste nicht, warum das hier die Flamme noch hat, weil ich verziehe nicht mehr. Da haben wir nicht einmal auf die blaue Socke. Ist aber auch gut. Ich ist dann groß und dann noch haufenweise kleiner. Weißt du gar nicht, wo du hin sollst. Aber überall kacken wir die Eier runter. Aber wir sterben ja nicht sofort. Hab ja genug Chip am Uhr. Ich bin jetzt schlau, ich will den Stoff anwenden. Oh ja, genau. Bombs. Und gleich nochmal ein Meteorsturm. Punkte absahnen. Und vielleicht nochmal ein Tausender. Das wär's ja. Dann habe ich einen richtigen Run hier, oder was? Highscore knacken. Und wieder nicht X2 oder X5 vorher eingesammelt. Ich werde es wohl nie hinkriegen, da mal so richtig übel abzusagen. Wenn ich die Punkte da oben so hoch rattern sehe, dann. Ja, dann geht da wahrscheinlich richtig krass was an Punkte, ne? Naja. Vielleicht kriege ich es ja doch irgendwann mal hin. Uah, das war ein Manöver. Oh, ey, tatsächlich dadurch. Ja, wohl, ey. Und da auch nochmal durch. Ah.
Nee, aber da dann nicht. Ich hab's drauf, ey. Ich hab's richtig drauf. Eigentlich habe ich mich da gerade zweimal verrecken sehen, aber ja gut. Come on. Geht's, weiter geht's. Es sind auch so viele Tiere. Ja, Schwierigkeitsgrad zieht an. Wir probieren jetzt hier. Schauen, wie lange das noch geht. Ein Fingerfall. Oh, ich bin morgen noch einmal zurück. Sonst ist weg. Ist das Spiel ja genugsam mit mir. Ich denke, die Kiste. Es liegt doch erst rein hier. Total Sahne. Jetzt hier. Ja, das ist cool. Erstmal Ersatz. Oh Gott, das funktioniert. Da fallen mir jetzt wieder schöne Projekte ein. Da kommt richtig Freude auf. Noch mal ein bisschen investieren hier, das ist nicht nach da oben. Müsste ja eigentlich mal ein bisschen mehr Jaguar und Lotus spielen. Das wäre auch noch. Jaguar X-20 habe ich schon ein bisschen gespielt zwischen Leuten, also nebenbei. Das ist ein ganz schön knackiger Racer. Ist gar nicht so gut. Wir haben schon mal ein bisschen. Aber Hauptsache Punkte mal 5. Dann bekommen wir nicht mal. Oh Mann. Ich wollte mich aber jetzt freuen. Mir geht langsam das Chip am Uhr aus. Gefällt mir gar nicht. Der hat zwar keinen Schreck einsammeln jetzt. Aber alles behalten kann ich dabei. Liegt auch auf dem Bonus. Dass ich hier wieder so einen Einlassschutz einsammle, die dann zu anfangen, ja, und dann habe ich einen dicken Weapon Sucker. Das wäre blöd. Aber ich will jetzt nochmal einen Rank machen. Ich mich wieder den nächsten Rank voll. Oh, jetzt kommt ja schon der nächste Big Trouble. Oh, hätte ich mal noch einen Chip auf der Hand. Oh. Der macht mich mit dem ersten Druck hier. Oh, mein Stich. Jetzt kommt er hier immer schießen. Jetzt wird reagieren, dass man da durchkommt. Da ich fast in die Bombe rein. Oh, ich habe nur noch einen Chip am Ohr. Sie gut gelaufen ist das jetzt nicht. Ja, gut. Was soll's?
Stück Ammo kostet 600 Credits. Nehmen wir rein damit und den Rest investiere ich in Rank Marker. So, und dann ist meine Kohle auch weg. Nein, und gleich wieder weg. Könnte sein, dass es jetzt zu Neigen geht hier. Könnte aber sein, dass es gut läuft. Jetzt wird's interessant hier. Skill und Glück. Auf geht's. Jetzt heißt es gut. Kein Money für Chip Ammo. Nicht gut. Ja. Ohne Kaffee, ohne mich. Man muss ja auf Zack sein, ne? Das habe ich. Wir schauen mal, wie das geht. Oh shit, oh shit. Ich habe die Fressen offen. Die sind was? Auch wenn die sind. Ah, komm. Weg im Meteorsturm. Ich brauche 1000 Dollar, bitte. Wenn ich dann durchkomme. Ich gebe alles. Chance. Die Lücke war einfach zu eng. Tolle Konzentration hier. Mir klappt. Nee, jetzt weg. Hier Scheiße von mir zu sammeln. Das sag ich euch. Nur Alter, was fast abgesagt auf so einen Triple Shot und dann gibt es einen Bubble Shoot. Das muss ja alles sein. Da gibt es ein bisschen Credits, das ist gut. Die brauchen wir. Noch viel mehr davon. Und wie viel habe ich erwischt? Oh, nicht mal ganz. Oh, bevor ich Mist einsammle, weil ich mich noch ein Glück drunter stelle. So, auf geht's. Das geht ja jetzt noch. Dann kann ich ganz angenehm wiederum. Ganz lustig, wie dieser Schuss so ein bisschen taktisch läuft. Ich
Ich nehme lieber das Chip auf Noir anstatt dem Ende. Guck dir ins Durch, aber sie mal zu uns hoch und hinter den Rennen gehen. In dem Fall muss man dann so tun. Ja, du wieder. Schau ab, oder? Dann könnt ihr auch nette Sachen rauskommen, wenn ich den wegbolzer. Weiß ich gar nicht, ob man den überhaupt zerstören kann. Okay. Warblade noch läuft, das kann ich sehen, das wäre immer interessant. Ja, auch von demselben Programmierer hier tatsächlich, ich mal so auch neu gemacht und das wäre echt schick gemacht. Fand ich wirklich gut, habe ich mir auch gekauft. Die Skalaga ist ja jetzt hier von Ulga die Version dieser Feinde drin. Gibt man den einen weg. Ich glaube die 2500, aber ich habe die Public Domain List gestartet. 2500. Oh Mist, das habe ich jetzt Money nicht eingesammelt, weil ich das so viel rumgezappelt habe. Ach shit. Ja, und abdüsen hier. Ja, dann hole ich mir noch einen Rank Marker. Bin mal gespannt, ich habe letztens die CR2032 gepostet. Jetzt Uhrzeit und Datum rein, das muss ich gleich erstmal nachgucken. So, jetzt sind wir Admiral und ich glaube nach Admiral jedes Mal, wenn wir die Rank-Marker wieder voll haben, dann gibt es jedes Mal einfach nur 1 Million Punkte. Ich glaube, so war das. Bei höheren Rang gibt es halt nicht mehr. Ja, so ein Meteorsturm. Jetzt ein 1000er kassieren, das wäre ja nichts. Nur wir gucken mal. Könnte ich in der Tat sehr gut gebrauchen. Ja.
Ich wusste nicht, ob links oder rechts. Ich bin erst nach links, habe mich für rechts entschieden. Ich hätte einfach gleich nach rechts mitziehen wollen. Dann dachte ich direkt, das hätte vielleicht klappen können. Aber ich habe im Ortsturm. Ich verzwiebel mich. Hier ist sehr schön ruhig. Zwischen den Meteoriten. Ja, ich glaube, ich habe gerade aus Versehen einmal ein bisschen too much Speed eingesammelt. Aber zum Glück gibt es ja sowas, was es Less Speed nennt. Das kann man dann einkaufen im Shop. Das werde ich mir auch mindestens, ja, ich denke mit einmal. Ich wollte zurechtkommen, dann muss ich da ein bisschen runter. Ist ein bisschen too much hier. Ich tick den nur kurz an und er macht gleich fast einen halben Bildsprung hier. Das ist nicht so förderlich für einen Meteorsturm. Mal schauen. Ja. Ja, hätte ich jetzt nicht so viel Speed auf dem Kasten gehabt, ne? Hätte Fahrradkette, was soll's. Geldbombe, kann ich hier noch einsammeln? Da geht die Post durch den Deckel hier. Da geht was. Das ist sehr gut. Die hat hier aber echt nicht alle erwischt, ne? Naja. Ich deck mich mal ein, denn ich ahne Böses, was da kommt. Bin mir nicht sicher mit der Levelanzahl, aber ich glaube. Oh yeah. Jetzt wird's ethisch. Ist das los? Yes. Das ist natürlich eine perfekte Ausgangslage.
Soundtrack ist einfach klasse. Ob das als Mod-File vielleicht irgendwo im Spielverzeichnis drin? Müsste ich vielleicht mal nachforschen. Mit dem Hippo-Player. So. So, sollen wir mal gucken, wie lange ich das noch aushalte hier. Jetzt geht die ganze Schiete wieder von vorne los. Oh, ich hab wieder Lesbeat vergessen, ne? Ne, sagt aber eigentlich nicht, ne? Machen lassen, ne? Ja. Guck, ob ich mein Autofeuer rausgemacht habe. Habe ich aber. Man kann ja keine Pause drücken, ne? Das ist fies. Raucherunfreundlich, ja, der Spielmodus. Ja, das ist wie Need for Speed fahren, ne? Rauchen und Rimmel Rasen, das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen, das funktioniert schlecht. Na komm, lass mich einen Tausender abtreiben. Das wäre doch was. Richtig viel Money hier zu einsammeln tatsächlich. Ja, die eckigen mit den Zahlen auch, die. Das sind Credits und keine Punkte. So, jetzt machen wir einen Flug hier im Club. Läuft. Man kann den Speed ja auch ein bisschen ausnutzen, ne? Wenn das schon so krass ist. Na bloß, ich komme hier nochmal durch. Nochmal ein Tausender auf die Kralle. Cool. Oh yeah. Oh, holy shit. Ich kam nicht mal nach rechts rüber. Ach Mann. Naja, dann halt nicht. Kann man ja mit leben. Und der Punkt da abreißen, hier drin. Das Feuer erschossen worden von mir. Das wäre jetzt quasi der mittleren Schwierigkeitsgrad, wenn wir so beginnen, ne? Und
diese Tiere in Fress verwandeln. Kamikaze oder? Waghalsig, aber hat geklappt. Das geht ja mit dem Quiz ja alles recht easy. Das fällt nur nicht einfach irgendwo rein drauf. In so ein Ei. Dann haben wir ein Problem. Ach, das gab's ja auch noch. Ja, nimm mal mit, ne? Die ganzen Rank-Marker dann nochmal schön als kleinen Boni. Sehr schön, lange nicht mehr gesehen. Eine Warp-Bauware-Function. Ja, Chip am Moor kriege ich ja noch gar nicht, ne? Na komm, dann gibt mir einen Rank-Marker. Es gibt Points auf die Tash. Ja, genau, es gibt nur noch Bounce und dann gibt es erstmal 1 Million Points hier. Ein richtig guter Run und ich habe Less Speed schon. Was mache ich denn? Mann, oh Mann, oh Mann. Die totale Euphorie-Action. Boom, Baby. Jetzt gibt's Bonus-Level eigentlich, ne? Ich meine sie alle, ne? Ich meine sie alle, ne? Bisschen frei, shit. Aber ich wollte halt auch keinen Müll einsammeln, ne? Dann schiebe ich hier auch noch auf Bonuspunkte, weil ich sie alle erwischt habe. So, jetzt aber hier einmal Lesben. Bitte. Das war... Oh no! Ja, aber solange man noch Ballons kriegt, kann man ran damit. Das Auto feuert noch ein bisschen mehr auf. Okay, das war ein bisschen was. So weit dann easy peasy. Jetzt geht ja nichts. Mal gucken, wie lange noch. Was jetzt so sinnvoll war, an der Stelle, da haben wir hingestellt. Thank you.
Fall nicht, weil ich bin nicht gewonnen, aber auch nicht mehr bin. Und dann die Chip am Moment, ne? Böse. Wir können dann hier von böse crashen hier. So einfach irgendwie. Jetzt noch mal 5 reinhauen. Das gibt schön Punkte hier bei der Abzählung. Dilililing, 1. Boah, aus 10.000 wurden 500.000, ne? Netter Multiplikator. Der macht schon Spaß. Kein Check-Amor mehr. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das Sterben. Jetzt kommt das irgendwie Sterben. Ja, und dann gehst du direkt auf diesen Shit-Quack-Shot, der nur gerade nach oben schießt. Das macht's dann auch nicht besser. Dann kannst du gerade nochmal sterben. Damit du den Triple kriegst. Na gut, wenn wir hier im Handy kommen, dann können wir noch was gleich machen. Boah, und ich hab mir gerade einsammeln können. Sterben ist jetzt auch nicht so. Wow. Ein E könnte man noch gebrauchen, mit so einer X-Ball-Life. Das wird süß, ja. Den kompletten Skill fordern hier. Was auch immer da drin war, Fragezeichen. Triple Shot kaufen wäre ziemlich doof eigentlich. Ich fordere mein Glück jetzt richtig auf die Zähne. Hau ab da. Tschüss. So, von wo kommen die jetzt? Oh. Ja, ich stehe gut. Ja, dann bleibe ich wieder ein Dreierschuss. Insofern verpasst. Das ist aber mega mies hier. Ich muss den Quatschot hier mal irgendwie loswerden. Das habe ich gleich mit Big Trouble, richtig Big Trouble. Da kommt der Ball, ne? Oh, oh, ne? Aber ich sehe mich sowieso sterben und dann gucken. Das habe ich gesagt. Dann auf Oldschool, blau gegen blau. Das ist eine gute Idee ist. Oh,
Ja, und so wünscht den Wechsel jetzt irgendwie. Ach nö. Ja, tatsächlich der allerletzte. Es ist doch das allerletzte. Okay, jetzt bin ich glaube Das war eine richtig dicke Punkte. Jetzt wird's aber richtig dick. Oh shit. Das kann nicht mehr werden hier. Du Scheiße. Ja, mit dem Watchstern könnt mich ja retten. Könnt mir ja mal 1000 Credits geben. Wenn ich jetzt durchkomme. Das wäre ja voll gut. Oh, könnte noch mal Speed gebrauchen. Ich bin halt ordentlich runter, weil wir nicht einfach mal gut killen können. Ja, komm, wir machen mal eine Runde Memory. Macht mir das Weiterkommen des Levels einfacher. Extra Time. 200. Oh, klasse. Genau deswegen mag ich es zum Beispiel. Jetzt wird's aber. Oh, da. Jetzt gibt's ja auch noch. Ich kill den Joystick eigentlich, oder? Weil das ist ja richtig anstrengend wird. Boom, boom, boom. Ich hole mir mal eine Chance auf hier, mich wieder aufzubäumen. Ja, genau, und die Credits kriege ich natürlich nicht, die ich brauchen kann, ja. Oh je. Naja. Ja, machst du nicht, ne? Bah, das haben wir gesagt. Ach, wir kommen ja aus der Mitte raus. Das war aber echt gut. Und der andere, und Chase, weg mit euch. Das kann man jetzt auch mal machen. Einfach mal die Gegner in Gems verwandeln. Ja, komm, schon mal das Eiskalt durch. Alles, was wir hier. Vielleicht lässt auch mal zumindest ein Double-Shoot fallen. Ein Triple-Shoot. Ich glaub's ja nicht. Aha. Das ist ein Awkward-Effekt. Normalerweise wäre jetzt komplett Sense hier. Ja, und dann gibt's auch gleich mehr los. Jetzt war's das für mich, oder?
Zu wenig gespart, zu wenig Skill, keine Ahnung. Das hat meine Mama mit so ersetzen. Gucken, ob sie noch kann. Oh shit. Oh no. Oh no. Ah! Ich zieh das hier eiskalt durch. Wie ich kann. Ich nehme. Jetzt schon mal einen Double-Shot. Oh, 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 oh. Keine Chance mehr. Es wird so fies gemeint. Ja, lass endlich. Ja, viermal Admiral oder wie? Gibt's nochmal richtig dicke Punkte? Ja, ich konnte mich selbst aber nicht schlagen. Ne? Ich war da schon mal besser. Um 42 Level, Halleluja. Da stammte ja auch mein letztes Longplay her. Saving High Score, please wait. Ja, dann mach mal. Ja. Ja, dann verabschiede ich mich doch hier erstmal an dieser Stelle. Und sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, irgendwas auf dem Amiga. Macht's gut oder besser?